Boom, was geht ab, Leute? Willkommen bei mir auf dem Kanal zurück. Ich wollte eigentlich gerade Santiago, weil ich bei einer Vorbestellung natürlich darauf hingewiesen wurde, dass Santiago jetzt leider im April kommt, wollte ich gerade auf den neuen Track releasen und reagieren, auf den neuen Track reagieren und wow, 33 Minuten geht der neue Track. Von daher wird es leider nichts mit der Reaktion, habe ich mir gedacht. 18 Karat, untouchable, all eyes on me. Product by oder über Banger Music natürlich wieder rausgebracht, wahrscheinlich. Wenn sich nichts geändert hat. Und von daher habe ich gedacht, gut, guck mal halt da nochmal vorbei, ganz einfach. Das Album ist natürlich auch unzensiert, glaube ich, heißt es. Oder Uncut oder sowas. Ne, Uncut heißt, genau. Und von daher habe ich gedacht, guck mal halt da mal rein. Let's go. Also würde ich echt gerne mal sehen, ob der echt draußen auch so rumläuft oder so. Oder ob der jetzt in Zivil, wie soll ich was nicht, irgendwelche Leute, falls sie schon mal gesehen haben, würde mich mal interessieren, ob die den schon mal in Zivil erkannt haben oder ob der draußen wirklich so rumläuft. Das würde mich wirklich mal interessieren. Dass man entweder, dass der wirklich dann nicht erkannt wird und normal rumläuft, aber es weiß halt keiner. Also ohne Schutz oder wie läuft es bei ihm? Das würde mich mal interessieren. Die Jacke sieht cool aus. Schön bunt. Wenn sie nochmal kommt, halte ich nochmal an. Die sieht geil aus. Das gefällt mir. Aber wenn es von Versace ist, aber der Stil ist cool gemacht. So Rainbow-mäßig. Gefällt mir sehr geil. Nice. Was mir gerade einfällt, falls ihr euch wundert, ich kann leider momentan keine Livestreams machen. Aus dem Grund, weil es bei uns die Leitung zerschossen hat und ich momentan alles bloß über mein Handy laufen lasse von der Verbindung her. Deswegen kann ich keinen Livestream leider machen, weder auf Mimimon, auf meinem Let's Play-Kanal noch hier. Ich hatte mich übelst gefreut, dass es endlich losgeht und dann ist so eine Krütze die ganze Zeit. Also Leute, wahrscheinlich ab nächste Woche wieder, Ende November, dann geht's wieder los mit Livestreams. Hoffe ich zumindest. Und von daher, so, weitermache ich es jetzt nicht, weil ich gerade nicht sicher bin. Oder? Komm nochmal. Genau, am 7. Januar kommt es dann raus. 2022 kommt natürlich bei mir natürlich auch wieder mit auf den Kanal. Natürlich, wieso auch nicht. Und von daher, meine Lieben, checkt auf jeden Fall. Ich habe gerade noch einen Sonny Black, seine neue Single-Auskopplung nochmal rausgehauen, bevor sein Album auch im Dezember hoffentlich kommt. In einem Monat ungefähr. Und von daher, haut rein, meine Lieben. Lasst gern Liebe da in Form eines Abos. Lasst gern mal einen Kommentar da, was ihr so zu 18 Karat und so findet. So vom Werdegang her. Und habt ihr euch die Box natürlich auch vorbestellt? Und von daher, haut rein, meine Lieben. Bis bald, euer Mimi. Ciao, ciao. Achso, was mir noch einfällt. Ihr könnt auch gern meinen Discord-Server mit besuchen. Ist mittlerweile auch online. Einfach unten Link klicken, bestätigen. Und dann geht's los. Jo.